Ja, hallo zusammen zu meinem neuen Video. Und zwar geht es heute um die Drossel beim Minarelli, speziell Aerox. Und aber ich denke mal, dass bei jedem Roller ungefähr das gleiche ist. Und zwar geht es um diese Drosselringe. Ne, zuerst mal fange ich an mit der CDI. Also bei einer CDI ist es so, dass das gar kein Problem ist von der 50er, also der offenen. Die erkennt man in denen, die groß, dick ist und die 25er kleiner und auch so abgeflacht ist. Das sind die zwei Unterschiede zwischen 50er und 25er. Hiermit hat man auf jeden Fall eine kleine Umdrehungszahl, das heißt 4000 vielleicht, 5000 und man kommt wirklich nicht über 25 km/h, weil der Motor dann runterdrosselt von der Elektronik her. So, wenn man jetzt aber 50 fahren möchte, wenigstens 45, 50, muss man natürlich auch die große CDI nehmen. So, jetzt kommt aber das Problem, wenn man wirklich standardmäßig nur 50 mal fahren möchte, sieht es so aus, dass es dafür noch die Drosselringe gibt. Dann gibt es natürlich noch die Auspufftrichter. Ja, das ist die Drossel für den Auspuff. Die kommt in den Krümmer rein. Die bringt natürlich auch ein bisschen was. Aber da ist es dann von der Lautstärke her und von der Drehzahl her, ist das der Unterschied. So, aber hauptsächlich sind es die Drosselringe. So, jetzt habe ich hier fünf verschiedene. Und ja, jetzt kann ich euch eins sagen. Das sind alles verschiedene. So, seht ihr das? Ja, das sind alles verschiedene Größen. Das fängt bei 1,9 an. Millimeter und hört bei 3,7, meine ich, auf. Zeige ich euch mal ganz kurz. Da ich das jetzt auch gerade am Machen bin, deshalb wollte ich jetzt auch noch ein Video darüber machen. Also der kleinste ist der hier, meine ich. Der hat, also den ich habe. Der hat so 1,95er. 1,96, ja, 95 würde ich sagen. So, den größten, den ich habe, ist der 3,75. Also ich denke mal 3,7, 3,8 müsste dann, wenn man kauft sein oder beschrieben sein. So, und dann kann ich euch ganz genau sagen, jetzt bei meinem Aerox, dass dieser mit den 3,7 mm hier, 3,8, dass der genau auf 45 km/h macht. Wenn ich den einbaue, fahre ich original 45, ganz genau, Punkt auf den Punkt genau, 45 km/h mit 3,7 mm. Fahre ich Punkt genau 45. Das heißt, der dreht dann zwar ein bisschen was hoch bei 45, aber das ist natürlich, kommt auch auf den Auspuff an. Und ja, da fahre ich genau 45 mit, original, nicht mehr, nicht weniger. So, jetzt geht es nämlich los. Das wollte ich euch erklären noch mit. Also mit dem 3,745. So, und jetzt geht man hier schrittchenweise runter. So, jetzt habe ich hier den 3,8. Nein, 3 mm meine ich, war das. Ich muss jetzt selber mal gucken. Ich meine, das war ein 3 mm, der hier. Oder? Ja, der ist 3 mm. So, das sind 0,7 Millimeter. Millimeter, muss man beachten. Weniger. So, und mit dem, das bringt zwischen 5 und 10 km/h. 5 und 10 km/h bringt das. Das heißt, du fährst 55. Damit kann man auch noch rumfahren. Da passiert auch nicht viel. Das ist Toleranz, gut eingefahren und gut ist. So, und jetzt schrittchenweise weiter. Das wollte ich euch erklären. Schrittchenweise, immer 0,7 Millimeter circa ist das immer schrittchenweise runter. So, hier mit dem hier fahre ich zum Beispiel nämlich schon knapp 75. Und ist immer noch nicht ganz offen, weil wenn ganz offen, dann kommst du schon auf 80 ungefähr, 90, wenn du richtig durchfährst. So, das ist aber dann wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, also, der dickste 3,7, 45 km/h und dann schrittchenweise von 0,5 bis 0,7 Millimeter runtergerechnet, kann man immer 5 bis 10 km/h draufrechnen. Weil, warum mache ich das Video? Weil ich habe jetzt selber mal geschaut. Ich habe jetzt nämlich mehrere Ringe mir rausgesucht. Ich mache das Video deshalb, weil ich halt nicht genau Punkt 45 fahren möchte, dass er schon 50, 55 läuft. Deshalb, da habe ich aber jetzt kein Video gefunden, darum mache ich das jetzt. Also man kann bedenken, immer so 0,5, 0,7 mm weniger ist immer 5 bis 10 km/h. Darum mache ich das Video. So, ne? Das wird dann einfach hier, wenn man das einbaut, ist ja wohl kein Problem. Variomatik, Lüfterrad ab. Hier sitzt dann die Variomatik halt drin. So,
Und der Ring kommt dann hier drauf geschoben. Moment, so. Da wird hier drauf geschoben. Hier läuft dann der Keilriemen drüber. Hier ist das Lüfterrad. So. Und dann kann die Variomatik sich halt nicht mehr ganz zusammenpressen, sondern nur bis zu diesem Ring hin. Und schon ist das Ding gedrosselt. So, das wollte ich jetzt machen, weil ich jetzt einen komplett originalen Roller mir zusammengebaut habe. Und deshalb wollte ich euch das mal erklärt haben. Also, ganz einfach, bei Fragen in die Kommentare. Drosseln, kein Problem, man kann alles offiziell fahren. 50, 25, 55, 70, ganz offen. Oder halt bestimmte kmh, die man möchte, weil bis 55, denke ich mal, ist das alles noch in einem Toleranzbereich. Gut, das war's schon mit dem Video. Bei Fragen in die Kommentare, Daumen hoch, Abo dalassen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.